kurzes Webinar über das Thema Jetzt-Rittigkeit, wie die letzten 3 Wochen auch schon. Ich hatte im Vorfeld, und das war ganz interessant, einige Gespräche mit Hufschmieden. Der eine oder andere Hufschmied hat zugehört und wird auch heute zuhören. Und die sagt mit, ich sag mal, nachvollziehbarer Vorschlag: Mensch, jetzt hast du alles so viel erzählt über die Oberlinie, über die Beine, über den Kopf und so weiter. Aber der Hufbeschlag, der macht doch eben gerade bei der Rittigkeit doch so viel aus, dass es ist doch wert, noch das Ganze zu ergänzen um den Hufbeschlag. Und das machen wir heute. Das heißt also, der Hufbeschlag als ein Kriterium für das Thema, wie kann ich die Rittigkeit beeinflussen? Und Hufbeschlag ist ja ein sehr komplexes Thema. Hufbeschlag hat sich in den letzten Jahren unheimlich entwickelt. Nicht nur, was die Materialien angeht, mit denen wir heute die Hufe schützen können, sondern natürlich auch das Know-how. Es ist deutlich besser geworden, sowohl bei den Tierärzten, die sich mit diesem Thema beschäftigen und sportmedizinisch das Ganze auch so ein bisschen hinterfragen, als auch, und das muss ich sagen, gerade bei den Hufschmieden, die also in der Kooperation doch eine sehr gute Arbeit machen und auch wirklich zu der Gesunderhaltung der Pferde sehr gut beitragen können vor allen Dingen. Thema ist nach wie vor der Wohlfühlfaktor Pferd. Darüber unterhalten wir uns und ich will Ihnen heute so ein paar Ideen geben, warum also Hufbeschlag ein Thema sein kann. Ich will nicht unbedingt damit sagen, dass jedes Pferd einen Hufbeschlag braucht, ganz und gar nicht. Es gibt viele, viele Pferde, die also ohne einen Hufbeschlag sicherlich genauso oder glücklicher sind. Das muss man immer differenzieren. Es hängt von so ein paar Faktoren ab und die möchte ich Ihnen heute im Laufe dieses Vortrages ein bisschen mitgeben. Ich schalte mal wieder um, dass Sie wirklich die große Leinwand sozusagen haben und dann auch im Prinzip mir folgen können. Rittigkeit hatten wir das letzte Mal schon oder die letzten Male schon gesehen. Das ist also im Prinzip, was heißt Rittigkeit? Ich will es jetzt nicht alles wiederholen, aber wichtig ist, wenn das Pferd an den Hilfen des Reiters steht und willig diese auch akzeptiert. Ich denke, das können wir alles nachvollziehen. Das ist Rittigkeit, das macht das Pferd nur. Und das Pferd ist ja sehr einfach in seiner Reaktion, sehr vorhersehbar in seiner Reaktion, wenn es ihm gut geht. Also wir wollen das sich wohlfühlende Tier haben, damit es eben auch in der Kooperation mit dem Reiter so funktioniert, dass wir beide was davon haben, Reiter und Pferd. Und dazu gehört natürlich eine, ich sage mal, gewisse Voraussetzung. Diese Voraussetzung ist eine gewisse Grundgesundheit. Gesundheit ist ein relativer Begriff. Es gibt also, wir Tierärzte sagen immer ganz böse, ein ganz gesundes Tier gibt es nicht, genauso wie es ganz gesunden Menschen es auch nicht gibt. Irgendwelche Kleinigkeiten haben wir alle. Das wollen wir gar nicht diskutieren. Wir wollen aber sehen, dass das Pferd mit diesen Dingen, mit denen es vielleicht, die es vielleicht als Beschwerde hat, trotzdem gut und sich wohlfühlend bewegen kann. Das ist also das Thema. Und das ist natürlich klar, dass dazu die Grundgesundheit einigermaßen doch gut sein muss. Wir müssen die Problematik eventuell greifen und wir müssen dann reagieren und sehen, wie können wir das zum Beispiel jetzt hier auch mit dem Hufbeschlag beeinflussen. Der Bewegungskomfort kann natürlich eingeschränkt sein durch alle möglichen orthopädischen oder edanistischen Erkrankungen. Das hatten wir schon so ein bisschen abgearbeitet. Es gibt aber auch die mechanischen, ich sag mal, Bewegungseinschränkungen und die spielen dann schon wieder in die Reihe oder in die Richtung des Pferde, des Hufbeschlages mit hinein. Auch der Körperbau kann eventuell, denken Sie an den steilen Fuß, denken Sie an das bärentatzige Hinterbein, der Hufbeschlag kann also eventuell anatomische Problematiken oder ungünstige Konstellationen eventuell etwas ausgleichen und damit ein bisschen helfen, auch dem Pferd seinen Job zu tun. Sie wissen, dass das Hufbeschlagen nicht unbedingt ganz unumstritten ist. Jeder Eingriff am Pferd, jeder Kunsteingriff am Pferd, was ja der Hufbeschlag ist, Pferd ist ja nicht mit dem Hufbeschlag auf die Welt gekommen, muss sehr kritisch gesehen werden. Und jede Kritik muss allerdings konstruktiv sein. Wir müssen immer wieder sehen, dass wir zum Wohle des Pferdes auch uns Gedanken machen. Und ich denke, das ist im Moment doch wirklich überall der Fall. Wir sind nicht an dem Punkt, wo wir sagen, Hufbeschlag ist eine Wissenschaft. Aus diesem Bereich wollen wir gar nicht diskutieren, sondern wir müssen von Pferd zu Pferd auch mit viel Empirie, also mit Erfahrungswerten arbeiten, um dann im Endeffekt unter dem Strich für das Pferd die richtige Entscheidung zu treffen.
Und dazu brauchen wir so ein bisschen, ich sag mal, Know-how. Ich gehe gern so ein bisschen auf die Anatomie ganz am Anfang ein, damit wir alle, ich sag mal, den gleichen Kenntnisstand haben. Also, wenn wir hier das Pferd sehen und dann habe ich hier einfach eine aufgeschnittene Gliedmaße, wo Sie im Prinzip den knöchernen Anteil des Pferdes sehen und dann gleichzeitig sozusagen die Umrandung, die Ummantelung, sprich den Huf und auch Haut und Haare natürlich. Das ist immer von außen sehr schwer zu beurteilen, wie sind denn diese anatomischen Gegebenheiten da drin? Und hier kann man das, glaube ich, ganz schön nachvollziehen. Dieses Hufbein steckt in der Hornkapsel. Und zwischen dem Hufbein und der Hornkapsel, das sehen wir auf dem nächsten Bild, ist also die Lederhaut. Und die Lederhaut ist nichts anderes als unser Nagelbett. Und unser Nagelbett, das wissen wir alle, ist eine sehr sensible Struktur. Und dieses Horn bzw. diese Hornkapsel ist ja eine sehr, ich sag mal, dünne Struktur im Verhältnis zu der Größe des Pferdes. Das heißt also, wenn wir eine Sohle haben, die manchmal doch weniger als einen Zentimeter stark ist, das heißt die untere Begrenzung der Hornkapsel, dann muss man sich die Frage stellen, ist das wirklich ausreichend, um dieses Gewicht, die Größe des Pferdes, vielleicht sogar plus des Reiters, über zum Teil ja doch nicht so ganz gleichmäßigen Boden zu tragen? Ist das komfortabel? Das ist eine berechtigte Frage und da kann man natürlich auch entsprechend drüber diskutieren, wie kann man dem Pferd in dem Moment helfen. Und nicht nur, ich sage mal, die Lederhaut ist ein Thema, sondern auch die Blutzirkulation ist ein Thema. Denn das Pferd ist ein Lauftier. Es ist so konstruiert, dass durch das Laufen eine extrem günstige Durchblutungssituation geschaffen wird. Nun haben wir heute nicht mehr das Lauftier im klassischen Sinne. Das heißt, die Pferde stehen viel in der Box, stehen also auf einem kleinen Paddock. Auch das ist nicht wirklich eine echte Alternative zur Natur, oder zu der Steppe, in dem das Pferd groß geworden ist oder gewachsen ist an und für sich. Das heißt also, wir müssen schauen, wie können wir diese Zirkulationseffekte möglichst so gestalten, dass sie auch effektiv funktionieren. Das kann auch unter anderem durch einen, ich sag mal, Beschlag verbessert werden. Das kommt so ein bisschen auf die Konstellation des Pferdes drauf an. Wie können wir das überprüfen? Also ganz einfach ist eigentlich die Überprüfung der Druckempfindlichkeit dieser Hornkapsel. Denn diese Hornkapsel, dieser Huf ist ja die Grundlage für den Hufbeschlag. Und wir wollen versuchen herauszubekommen, ist das Pferd mit seinem hornigen Ummantelung in seiner Verbindung zum Hufbein mit der Huflederhaut, die ja sehr gut durchblutet und natürlich mit Nerven versorgt ist, ist dort ein hundertprozentiger Komfort. Und da gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel mit so einer Hufzange einfach mal den Huf abzudrücken. Das ist eine relativ einfache Methode, um festzustellen, ist dieses Pferd komfortabel im Bereich des Hufes, der Hornsohle und zum Teil natürlich auch im Bereich der Hornkapsel. Einen Verdacht gibt uns das Pferd, wenn wir in unser Pferd hineinhorchen, häufig schon, wenn wir mit unserem Pferd ausreiten und wir haben zum Beispiel einen Feldweg, der in der Mitte ein bisschen fester oder sogar etwas steinig ist und am Rand ist ein Grasstreifen. Und wenn wir Pferde haben, die tendieren immer dazu, wieder auf den Grasstreifen zu gehen, obwohl der Reiter vielleicht ihnen das Pferd forciert, in der Mitte des Weges zu gehen, dann ist es ein Signal. Und dieses Signal heißt, ich fühle mich auf den Steinen nicht wohl oder auf den Steinchen oder auf dem harten Boden nicht wohl. Ich möchte lieber auf den weichen Boden. Und dieses Signal sollten wir aufnehmen. Das kann im Einzelfall so sein, dass einfach der Schutz der Hornkapsel einfach nicht reicht, um das Gewicht des Pferdes und des Reiters über diesen Boden entsprechend komfortabel tragen zu können. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, abgesehen mal davon, dass wir realisieren, Pferd läuft nicht so gern auf dem harten Boden und die Hufzange, das sind sogar schon zwei, haben wir die sogar dritte Möglichkeit, indem wir die sogenannte Hammerstielprobe mal probieren, indem wir gerade hier, wie hier gezeigt, das Pferd mit dem Fuß, am besten mit dem Strahl, das ist ja ein sehr wichtige Einheit, die also auch das Pferd mitträgt und auch den Hufmechanismus beeinflusst. Inwieweit lässt der Strahl also Druck zu? Und das ist ein ganz wichtiges Thema, speziell wenn wir uns über den ein oder anderen Unterstützungsbeschlag unterhalten, der durchaus notwendig sein kann, weil das Pferd irgendein orthopädisches Problem hat, da will ich gar nicht weiter darauf eingehen, dann brauchen wir immer die Information, ist dieser Druck, den wir da eventuell aufbauen, auch tatsächlich für das Pferd immer noch in der Komfortzone. Also ist ganz wichtig zu wissen. Und wenn wir diese Dinge haben, können wir schon mal zumindest für uns beantworten,
muss eventuell beschlagen werden, weil wir eben einen zusätzlichen Hufschutz brauchen? Wenn ja, wo können wir die Last hintransportieren, damit das Pferd wirklich eine möglichst optimale Lastverteilung bekommt? Das ist alles leichter gesagt als getan. Unser Pferd können wir nun mal nicht fragen. Das ist also dieses Kommunizieren mit dem Pferd. Verbale Kommunizieren geht nicht. Wir müssen also uns da auf diese Symptome beim Pferd einfach verlassen. Und das sind so ein bisschen die Ideen, die ich dazu habe, wie man zumindest die Empfindlichkeit des Hornschuhs, des Hufes einfach da mal ein bisschen versucht herauszubekommen. Nun haben wir nicht nur das Pferd, was auf dem Boden steht und die Sohle belastet, sondern oben drüber ist auch noch ein Bein. Und dieses Bein ist ja, wie wir eben gesehen haben, mit viel, viel knöcherner Grundstruktur versehen. Und in diese knöcherne Grundstruktur wollen wir mal so ein klein bisschen reingucken. Diese knöcherne Grundstruktur, Sie sehen das in der Mitte, das Bein. Das ist das Bein, was gerade die maximale Last aufnimmt. Das ist also das senkrecht stehende Bein. Also nachdem das Pferd auf den Fuß getreten ist, langsam sich nach vorne bewegt, kommt die Phase der Stützbeinphase, wo das Pferd dann tatsächlich die Last, Vorderbeinbereich, die Last komplett aufnimmt und durch dieses Aufnehmen der Last natürlich auch ein maximaler Druck entsteht. Und dieser Druck funktioniert erst einmal auf die sogenannte Sohle. Das haben wir eben schon gesehen, dass das eventuell Drucksituationen entstehen können, die unangenehm sein könnten. Nur jetzt kommt die Bewegung und geht weiter nach vorne. Sie sehen das jetzt rechts im Bild. Und dieses Pferd, was sich nach vorne bewegt, belastet jetzt diese Sohle nicht mehr gleichmäßig, sondern eher im vorderen Zehenbereich, also auf der Zehenspitze. Und dieser Druck, der dort entsteht, der wirkt dann unter anderem auf die vorderen Gelenkreihen von Hufgelenk, Kronengelenk und Fesselgelenk. Und das kann für das ein oder andere Pferd problematisch sein. Also, wenn wir ein Pferd haben, wo wir schon eine Überprüfung der Sohle gemacht haben, eine Überprüfung des Hornschuhs gemacht haben, das ist alles stabil, das ist alles schön. Und wir werden trotzdem an den Punkt kommen, wo wir sagen, das Pferd ist für unser Gefühl nicht so wirklich komfortabel, speziell, dass wir den Eindruck haben, dass das Pferd in der Bewegung schneller wird, statt länger wird in seinen Bewegungen, dann wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, dass gerade beim Abrollen, bei der punktuellen Belastung der vorderen Zehe, die vorderen Gelenkreihen dieser drei Gelenke irgendwo vielleicht einen Schmerzpunkt haben. Auch das ist eine Information, auch danach kann man das ein oder andere Hufbeschlagsthema natürlich beantworten. Und wir haben natürlich die tiefe Beuge sehen, auch die spielt eine Rolle, denn in dieser Phase, Sie sehen, diese Beuge sehen ist blau gemalt und vergleichen Sie mal die blaue Linie in der Mitte mit der blauen Linie auf der rechten Seite, dann sehen Sie, dass diese blaue Linie in der Mitte, wenn das Pferd wirklich maximale Last aufnimmt, eher entlastet ist. Aber in dem Moment, wenn das Pferd nach vorne geht und diese, ich sag mal, kurz vor dem Abrollen sozusagen ist, hat es maximale Spannung. Und da muss man schauen, ist dieser Spannungsfaktor, der dann gleichzeitig auf unsere bekannte Hufrolle wirkt, auf eine Hufrollenkonstruktion wirkt, ist die tatsächlich belastbar oder ist das irgendwo ein Punkt, der auch wieder Komforteinbuße gibt? Auch da können wir reagieren, auch da ist der Hufbeschlag, mit dem Hufbeschlag was möglich, immer mit dem Ziel, dass wir auf dem Pferd sitzen und den Eindruck auch vermittelt bekommen, ich fühle mich wohl, ich will mitarbeiten. In dem Moment, wenn das Pferd eben da irgendwo einen Stresspunkt hat und eine Komforteinbuße hat, wird das Reiten immer etwas schlechter werden, als es vielleicht sein könnte. So, wir gehen mal in die Konstruktion des Pferdes ganz kurz nochmal hinein und wir wissen, dass sich das Pferd über die letzten Jahre doch deutlich so ein bisschen verändert hat. Wir kommen aus der Phase, wo wir eher den etwas steileren Fuß hatten. Speziell jetzt, wir reden jetzt hauptsächlich über das Vorderbein. Und die Tendenz im Moment ist natürlich etwas überspitzt hier, die Tendenz ist eher auf den flacheren Fuß zu haben. Warum ist das so? Durch das Einkreuzen von sehr viel Vollblut und Vollblüter haben nun mal sehr viel flachere, etwas, ich sag mal, auch weichere Fesselung, längeres Fesselbein, kommen die Pferde immer so ein klein bisschen in diese Tendenz hinein, dass sie einen etwas sehr flachen Fuß haben, eine sehr lange Zehe haben oder beziehungsweise ein sehr langes Fesselbein haben. Das ist für den Reitkomfort natürlich eine sehr schöne Sache, denn ein langes Fesselbein hat einen sehr hohen, ich sag mal, Hebel und einen sehr hohen stoßdämpfenden Effekt. Das heißt, der Hebel, der auf das Fesselgelenk wirkt, der ist relativ groß und der Federmechanismus wird dadurch natürlich eher provoziert. Das hat Vor- und Nachteile. Für den Reiter gut,
für die Haltbarkeit des Pferdes nicht unbedingt, denn das belastet natürlich Strukturen. Und da müssen wir aufpassen, und das ist auch die Aufgabe des Hufbeschlages, dass wir das durchaus im Einzelfall so ein bisschen begrenzen, damit wir das Pferd wirklich auch mittel- und langfristig gesund erhalten. So, und das resultiert natürlich auch in der Bewegung des Pferdes. Wenn wir ein Pferd haben, was also, wie heute gewünscht, sehr lange Tritte hat, dann sind wir also auf dem Bild ganz oben. Das ist also ein Pferd, was eine sehr lange Stützbeinphase hat. Das heißt, das Pferd, was also das Pferd sozusagen stabilisiert, muss sehr lange am Boden bleiben, weil nämlich das andere Bein eine sehr lange Zeit braucht, um nach vorne einen großen Tritt zu machen. Wenn wir uns das so ein bisschen mehr angucken, wie es früher war, ganz unten, dann sehen wir, dass die Tendenz eher der kürzere Tritt war. Das heißt also, die Standbeinphase war kürzer. Das heißt aber auch, dass im Grunde genommen der Reitkomfort, die Qualität des Reitens sicherlich nicht so schön und gut war wie heute. Also das heißt, wir müssen immer schauen, es hat alles Vor- und Nachteile. Komfort beim Reiten hat durchaus auch einen Effekt, dass es eine etwas verschleißintensive Bewegung hat. Und so sieht das denn in Praxis aus. Das sind Vorderbeine eines Pferdes mit einem relativ, ich sag mal, stumpfen Huf, einem steilen Huf. Und Sie sehen hier, dass also diese Bewegungsmechanik bei diesem Pferd zwangsweise nicht die Bewegungsmechanik sein kann, wie bei einem Pferd mit einem tendenziell flacheren Huf, wie hier zum Beispiel. Das ist eine durchaus physiologische Zehensituation. Das ist eine Zehe, wie wir sie bei den modernen Reitpferden heute häufig haben. Nicht extrem lang, aber zumindest doch flacher als bei dem Pferd, was wir vorher gesehen haben. Und dieses Pferd ist dadurch, dass eine relativ längere Zehe da ist, auch in der Lage, relativ lange Bodenkontakt zu halten. Und wir werden aus dieser Zehe dann auch eher die Trabbewegung des Pferdes vielleicht etwas mehr unterstützen können. Also die Bewegung, die Qualität der Bewegung ist durch den Hufbeschlag durchaus 1:1 zu optimieren. Wenn ich das mal in die Praxis umsetze, dann sehen wir das hier bei diesem Pferd. Dieses Pferd hat also gerade die Standbeinphase, ist gerade in der Phase, wo sich ein langer Trabtritt entwickelt. Und diese Standbeinphase hier, das ist dieser Abstand, oder die Trabtrittlänge, um die lange zu qualifizieren und lange überhaupt zu generieren, brauchen wir eine gute Standfläche auf dem, ich sag mal, Standbein. Das ist das Bein, was auf das die Pfeile jetzt gerade zeigen. Und dieses Standbein braucht also auch in der Zehe eine sogenannte Zehenunterstützung. Das ist ganz interessant, denn wir haben ja, wenn diejenigen von Ihnen, die also einen längeren Zeitraum jetzt schon überblicken, Jahre überblicken, wissen, dass wir also auch im Laufe der Zeit immer durch eine gewisse, naja, sagen wir mal, Mode beim Hufbeschlag hindurchgelaufen sind. Das ist ganz interessant. Ich habe mal so einen Vortrag gehalten für die Hufschmiede bei einem Jubiläum. Da ging es darum, was ist passiert in den letzten 30 Jahren oder 40 Jahren? Und da ist es ganz interessant, dass das also doch immer mal wieder variiert hatte, von der sehr, ich sag mal, unterstützten Zehe bis zur ganz stumpfen Zehe, bis zum zehenoffenen Eisen sogar. Also wir haben da auch immer wieder so Phasen gehabt, wo wir sicherlich alle viel gelernt haben, was aber unter dem Strich, wenn aus unserem heutigen Kenntnisstand, nicht unbedingt immer ganz ideal war. Und ein zehenoffenes Eisen für so ein Pferd zum Beispiel wäre insofern problematisch, weil durch dieses zehenoffene Eisen, das heißt also vorn ist gar kein Eisen, vorn ist einfach die Zehe offen gelassen, ein sehr schnelles Abrollen natürlich provoziert wird und damit das Pferd einfach gar nicht lange genug auf dem Standbein steht, um einfach diese Qualität der Bewegung zu entwickeln. So, und dann kommen wir zu dem Thema, was passiert denn, wenn wir ein Pferd haben, was im Grunde genommen aber gar nicht wirklich diese lange Bewegung hat, und das wollen wir natürlich zwar immer unterstützen, aber wir können es nicht erreichen und nicht erzwingen. Und wenn wir ein Pferd haben, was also wie in diesem Fall, Sie sehen also hier, hat sich die vordere Zehe, das Eisen, sogar dieses dicke Eisen so weit abgelaufen, dass also im Endeffekt das Eisen im vorderen Teil richtig fehlt. Das heißt, wir haben hier ein massives Abraspeln sozusagen, Abschleifen der vorderen Zehe. Bei diesem Pferd müssen wir natürlich auch lernen und sagen, da ist also dieses, ich sag mal, diese lange Zehe, diese Unterstützung der Zehe sicherlich nicht angebracht, weil dieses Pferd einfach eine Bewegungsmechanik hat, wo es eben diesen Abrollpunkt etwas früher braucht, einfach um den Komfort zu halten, aus welchen Gründen auch immer.
Und da ist einfach die Konsequenz, dass wir diese Pferde dann doch mit einer etwas deutlicheren Zehenrichtung, wie wir sagen, beschlagen. Und das Thema Zehenrichtung will ich Ihnen auch nochmal erklären. Zehenrichtung heißt nichts anderes, als dass wir versuchen, im Bereich der Zehe, der vorderen Anteil des Vorderbeines, wir sind hier immer beim Vorderbein, dieses Eisen etwas zurückzusetzen oder auch im Eisen sozusagen eine kleine Aufwärtstendenz zu schmieden, damit wir also in dieser zweiten Standbeinphase ein schnelleres Abrollen haben, was im Einzelfall für das Pferd eben von der Komfortsituation her besser ist. Für die Pferde, die da, ich sag mal, die Unterstützung gern haben, weil sie eben eine sehr trabtrittlange Struktur haben, vor allem im Trab ist es ja der Fall, oder auch eine große Galoppade haben, da müssen wir versuchen, dann wieder ganz im Gegenteil, die Zehe etwas mehr zu unterstützen, mehr mit einer geraden Zehe zu arbeiten. Das ist das Bild unten rechts. Da haben wir also bei diesem Pferd haben wir keine Zehenrichtung oder, wenn Sie wollen, eine ganz geringe, nämlich nur ein angeschliffenes Eisen. Ja, so ein ganz klein bisschen, dass das Pferd nicht über die Zehe hebeln muss, sondern immer noch ein gewisses Abrollen überhaupt möglich ist. Das heißt, unter dem Strich, wenn wir über Beschlag und Reitkomfort, Reitqualität, Bewegungsqualität beim Pferd reden, wollen wir im Grunde genommen nicht die schnelle, kurze Bewegung haben. Das ist nämlich immer etwas, was auch immer korrespondiert mit einer schlechten Stoßdämpfung. Das hat gleichzeitig wenig Reitkomfort, logischerweise. Wenn Sie also kurze Schrittchen haben, stellen Sie sich vor, Sie sitzen nicht auf Ihrem Warmblüter, sondern auf einem großen Shetland-Pony, dann ist es natürlich für eine Reitqualität deutlich eingeschränkt. Da kriegen Sie oben, ich sage immer fast schon Schüttelfrost, das ist ja natürlich immer sehr, sehr wenig komfortabel. Auf der anderen Seite, wenn wir natürlich diese langsame und etwas längere Bewegung, also mehr Raumgriff in der Bewegung haben, ist es natürlich eine, ich sage mal, stoßdämpfende Situation, die dann auch eine wesentlich bessere Reitqualität hinten sich nachzieht. Beide Dinge müssen natürlich immer in Maßen gehandelt werden. Das heißt, wenn die Bewegung wieder zu lang wird, das heißt also, wenn wir wieder extrem, ich sage mal, die Zehe unterstützen, was man im Einzelfall macht bei Erkrankungen zum Beispiel, und das Pferd dann reiterlich fordert, dann kann es natürlich passieren, dass dieses Abrollen so erschwert wird, dass das beim Pferd zu einem Stolpern kommt. Stolpern, Stress auf der Sehne, gerade auf der tiefen Beugesehne, haben wir ja gesagt, und natürlich auf den vorderen Gelenkreihen der Zehengelenke. Wenn wir das natürlich provozieren, haben wir das übermaßen provoziert, hat die Reitqualität mit Sicherheit keine Berechtigung mehr, dann müssen wir im Sinne des Pferdes hier tatsächlich wieder etwas zurückschrauben. Und das Gleiche gilt für ein zu starkes Zurücknehmen der Zehe, also gar keine Unterstützung der Zehenstrukturen, sodass das Pferd also ganz schnell abrollt, also im Prinzip gar nicht mehr wirklich qualitativ diese Ruhe-Standbeinphase hat, sondern in der zweiten Standbeinphase schon wirklich gleich immer wieder über die Zehe wegrollt. Dann heißt also, das Pferd läuft immer ganz schnell hastend von Bein zu Bein, um einfach eine gewisse Unterstützung zu bekommen. Das ist dann das andere Extrem. Irgendwo in der Mitte ist das Richtige. Das ist eben das Gefühl und das auch die Empirie, die Erfahrung des Hufschmiedes oder auch natürlich des beratenden Tierarztes. Das heißt, unter dem Strich, unser Hufschmied ist ein ganz wichtiger und ein wichtiger Partner, wenn es darum geht, das Pferd so komfortabel zu bekommen, dass es natürlich auf der einen Seite Verschleiß verringert, sich bewegen und reiten lässt, auf der anderen Seite natürlich auch so viel Wohlfühlfaktor hat, dass es eben eine qualitativ hochwertige Reitarbeit leisten kann. Ich hatte die ganze Zeit vom Vorderbein gesprochen. Ich will aber Ihnen nicht das vorenthalten, dass vorne und hinten durchaus unterschiedliche Situationen da sind. Das Vorderbein ist insofern wichtig, weil wir vorne ein sehr gerades Bein haben. Das Vorderbein hat die Aufgabe, dass es im Prinzip stützt. Das ist eher ein passiver Anteil. Aber fürs Reiten eine ganz wichtige Aufgabe hat, denn im Endeffekt dieses Passive, dieses Stützen hat natürlich einen sehr, sehr hohen stoßdämpfenden Faktor. Und dieser stoßdämpfende Faktor, der muss berücksichtigt werden, der muss unterstützt werden, der darf nicht in irgendeiner Form eingeschränkt werden. Das heißt also, wir müssen von Pferd zu Pferd entscheiden, wie sind die Trabtrittgelenke, natürlich im Galopp auch mit einfließend, dass das Pferd also seiner Natur, seiner Bewegung entsprechend so viel Unterstützung bekommt, dass es qualitativ das Bestmögliche zeigen kann. Am Hinterbein ist die Situation anders. Hinten ist nämlich das Pferd nicht eigentlich auf Stützen angesetzt, sondern eher auf Vortrieb.
Das heißt, das Hinterbein ist nicht wie das Vorderbein gerade, sondern gewinkelt. Und diese Winkelung hat zur Folge, dass also im Endeffekt aus diesem Winkel heraus der Schub, die Tragkraft, aber im Wesentlichen die Schubkraft entwickelt wird. Und diese Schubkraft entwickelt man nur, wenn man also im Grunde genommen hier auch einen genügenden Grip auf dem Pferd vermittelt. Das heißt also, Vordereisen und Hintereisen haben zwei unterschiedliche, sage ich mal, Unterstützungsfaktoren. Das Vorderbein und das Hinterbein haben unterschiedliche Aufgaben. Und wenn wir uns das hier anschauen, nur nochmal zur Verdeutlichung, Vorderbein stützt und hält und hat im Prinzip ja auch den größten Lastfaktor. Das heißt, das Pferd ist ein vorderlastiges Tier, die meiste Gewicht lastet auf dem Vorderbein, also auch mehr Vorderbein als Hinterbein. Wir haben irgendwo eine, ich sag mal, Lastverteilung 55 zu 45 bei dem, ich sag mal, modernen Pferd. Früher war es sogar 60-40, also wir gehen so ein bisschen weg, und in der Pferdezucht versucht man das Gleiche schon so ein bisschen auszubalancieren, aber das Hinterbein hat natürlich trotz alledem die wichtige Aufgabe, Vortrieb zu leisten. Das heißt also, die Last oder beziehungsweise die Kraft aus dem Hinterbein schiebt das Pferd vor sich her, und dazu brauchen wir natürlich entsprechende Übersetzung. So, wenn wir jetzt über diese Situation nachdenken, dann können wir natürlich nicht sagen, Mensch, wir messen jetzt genau computergesteuert, wie viel, ich sag mal, oder wann muss das Pferd abrollen, damit es einen gewissen Komfort hat. Wie lang kann man die Zehe oder wie viel Zehenunterstützung kann man machen? Das können wir aber mit so einer Streckprobe relativ gut simulieren. Das heißt also, wenn wir, gerade wie bei diesem Pferd, Sie sehen, dieses Pferd hat eine sehr deutliche Unterstützung der Zehe. Da ist keine Zehenrichtung, also gut wie keine Zehenrichtung dran. Das Eisen ist nicht zurückgesetzt. Es ist einfach nur so, wie der Fuß gewachsen ist, bis in die Zehe unterstützend unter dem Huf. So, und da muss man sich die Frage stellen, ist dieses Pferd damit komfortabel? Und das wäre jetzt für Sie ganz leicht zu überprüfen, indem Sie so ein Pferd einfach mal auf ein Brett stellen. Das muss jetzt nicht so eine vornehme Geschichte sein, wie ich das hier habe, sondern ganz normales Brett. Und dieses Brett etwa in einem 30-Grad-Winkel nach oben heben. Ja, das heißt also, wenn Sie so eine kleine Wasserwaage haben mit so einem Winkelmesser dran, dann kann man sich das relativ leicht machen und selbst bauen. Ansonsten gibt es natürlich auch solche Dinge hier, das sind so entsprechende Streckbretter, da ist ein extra eine kleine Wasserwaage eingebaut, wo man dann diese 30 Grad einstellen kann und dann sehen kann, lässt sich dieses Pferd tatsächlich 30 Grad strecken. Wenn es das wirklich komfortabel macht, ist es wirklich auch sinnvoll, die Zehe so gut wie möglich zu unterstützen. Ist dieser Streckwinkel verringert, müssen wir versuchen, über das Zurücknehmen des Eisens oder auch über die Anbringung einer verstärkten Zehenrichtung, diese etwas weniger elastische Zehenachse dazu zu bringen, dass sie komfortabel in der Bewegung auch tatsächlich ihre Unterstützung kriegt, die sie braucht. Und es gilt genauso für die seitliche Verkippung, denn gerade das Vorderbein, wir haben ja gesagt, das ist eine tragende Funktion, das Vorderbein hat die tragende Funktion, da müssen wir diese Tragesituation, die ja durchaus auch in der im Seitengang oder auch schon in der engen Wendung sehr auf ein Bein verlagert wird, dass wir dieses seitliche und dieses Einbeinstützende wirklich so auch in der Mechanik so unterstützen, dass es nicht zu einem Problem für das Pferd wird. Und gerade hier können wir also zum Beispiel hier auch diese seitliche Verkippung relativ gut messen. 20 Grad ist schon sehr anspruchsvoll. Also wenn wir ein Pferd haben, was sich 20 Grad tatsächlich seitlich verkippen lässt, ohne dass das Pferd dann wirklich schmerzhaft wird und dann vom Brett runterspringt zum Beispiel, das realisiert man sehr, sehr schnell, wann das Pferd dann mit Schmerz reagiert. Oder der Winkel gar nicht geht, wenn man sagt, man hebt an und das Bein lässt sich gar nicht mehr zur Seite heben, sondern dann bleibt der Huf bleibt gerade und entsteht dann eine Lücke zwischen dem Brett und dem Huf, dann ist dieser seitliche Verkippungswinkel eingeschränkt. Und in dem Moment können wir also diese, ich sag mal, Stützphase, müssen wir die etwas reduzieren und die Abrollphase etwas unterstützen. Das heißt also, wir können auch da seitlich den Huf etwas anschrägen, das Hufeisen etwas anschrägen, um dem Pferd diesen Komfort im Seitengang und in der engen Wendung zu optimieren. Und hier mal ganz kurz nur mal eben Unterschied Vordereisen, Hintereisen. Ganz einfach, das Hintereisen links ist nicht wirklich gerundet, es ist relativ kantig, es ist etwas mehr in der Längsrichtung, also es ist nicht rund, sondern mehr so längsoval, während auf der rechten Seite, sehen Sie, ist das Eisen, ist natürlich so ein bisschen betont gemacht, etwas runder,
etwas gerade in der Zehe, um den Abrollkomfort im Einzelfall zu optimieren. Und Sie sehen, auch am vorderen Rand des Eisens ist eine sogenannte Zehenrichtung angeschmiedet oder angeschliffen. Das heißt also, das Eisen ist dort künstlich so ein bisschen gekantet, sodass im Prinzip nicht dieses Hebeln über die Zehe bei der Vorwärtsbewegung entsteht, sondern eine Abrolltendenz unterstützt wird. So, jetzt habe ich Ihnen noch ein paar Bilder mitgebracht, damit wir das Ganze so ein bisschen auch ein bisschen leicht verdaulich gestalten. Ich habe als erstes Bild mal hier ein Hufeisen mitgebracht, was also abgenommen wird, nachdem das Pferd es zum Beispiel mal 6 Wochen getragen hat. Eine, ich sage mal, Überprüfung, ist das Eisen wirklich, unterstützt es den Fuß oder eine der Überprüfungsmöglichkeiten, sage ich mal, ist, dass wenn Sie das Eisen abnehmen, dass das Eisen in dem hinteren Bereich, da wo ich die Kringel drumherum habe, tatsächlich dann blank geschliffen ist. Warum? Weil der Hufmechanismus auf dem Eisen funktioniert. Das ist ein gutes Zeichen, denn in dem Moment haben wir ja genau das, was wir erreichen wollen. Wir versuchen, den Hufmechanismus mit dem Eisen zu erhalten. Das ist dann im Prinzip umgesetzt etwa so ein Eisen wie hier. Sie sehen, es ist ein Eisen, wo Sie rundherum eine Kantenbrechung haben, im vorderen Bereich so ein ganz klein bisschen mehr. Sieht man jetzt ein bisschen schwer, weil man natürlich nur drauf schaut. Wir haben dieses Eisen, ist durchgepfalzt, nennen wir das. Das heißt also, da wo die Nägel drin sitzen, diese Pfalz ist einmal rundherum. Das hat den Vorteil, dass dieses Pferd vor allen Dingen auf im Gelände, wenn es mal so ein bisschen rutschiger wird, über die Pfalz trotzdem immer noch so ein bisschen besseren Grip hat. Nur so als eine zusätzliche Information. Dieser Huf hat also sicherlich auch eine sehr schöne Konstruktion. Er ist rund, hat einen sehr schönen Strahl. Und dieser Strahl ist das, den wir dann beim Beschlagen nicht so richtig vergessen dürfen. Das ist also eine ganz wichtige Geschichte. Denn wenn wir ein Eisen auf das Pferd oder auf den Huf des Pferdes nageln, kommen wir automatisch etwa um die Materialstärke des Eisens vom Boden weg. Das wollen wir im Grunde genommen nicht, denn der Huf des Pferdes, wenn er auf den Boden fußt, fußt zwar im Wesentlichen auf dem Tragrand, das ist da, wo das Eisen sitzt, aber wir haben durchaus gewünscht auch einen Bodenkontakt des Strahles zum Boden. Warum? Weil durch diesen Druck auf den Strahl kommt es im Endeffekt zu einer entsprechenden Entwicklung des Hufes, des Hufmechanismus. So kann man also im Einzelfall, und das war jetzt die Idee dieses Schmiedes, einen Steg reinmachen, der also so geformt ist, dass also in dem Moment, wenn das Pferd auf den Boden auftritt, nicht der Strahl weg ist vom Boden, also nicht ohne Gegendruck funktioniert, sondern der Gegendruck sozusagen mit diesem eingelegten Steg so ersetzt wird, dass wir also nicht weniger, sondern möglichst den gleichen Hufmechanismus behalten, wie wir es vorher hatten. Also deswegen, das ist hier die Idee dieses Steges. Und Sie sehen, dieser Steg ist etwas schmaler als das Eisen, etwas weniger stark als das Eisen. Warum? Weil wir in dem Moment hier sehr angepasst an den Huf dem Strahl nicht einfach pauschal Druck geben wollen, sondern den Strahl nur so viel Druck geben, wie er eventuell in der Natur auch eine entsprechende Stimulation bekommen würde. Das kann man auch noch kombinieren, indem man also zum Beispiel so einen kleinen, naja, Herzsteg ist vielleicht übertrieben, aber einen Steg hat, der so ein klein bisschen ausgezogen ist, also auch wieder den Strahl mit in diese Stützphase mit einbezieht. Und dieses Pferd hat jetzt im Gegensatz zu dem anderen Pferd vorher eine gerade Zehe. Das heißt also, hier ist also die Konsequenz, dass also der Schmied zu dem Erkenntnis gekommen ist, zu sagen, ich möchte bei diesem Pferd ein schnelleres Abrollen haben. Warum ist es bei so vielen Pferden überhaupt notwendig? Gar keine Frage. Warum? Weil in der Natur laufen sich Pferde die Zehe eher ab. Das heißt also, die lange Zehe, die wir beim Beschlagen häufig sehen, sehen wir beim Pferd ohne Beschlag weniger. Warum? Weil die Zehe durch dieses Abrollen immer wieder so ein klein bisschen abgenutzt wird. Wenn wir jetzt das Eisen wie hier etwas gerade gestalten und zurücksetzen, dann haben wir das simuliert, was in der Natur passiert, denn wir haben ja beim beschlagenen Pferd keine natürliche Abnutzung des Hornes. Das heißt, das Horn wächst unkontrolliert nach vorne oder unabgenutzt nach vorne. Und wir müssen versuchen, dass wir den gleichen Abrollwinkel sozusagen simulieren, wie es bei einem nicht beschlagenen Pferd dann der Fall sein sollte. Gar nicht so einfach, ist natürlich auch immer wieder so ein bisschen ein Erfahrungswert. Wenn wir sagen, der Strahl ist also
Sie erinnern die Hammerstielprobe. Das ist also doch eine sehr, ich sag mal, provokante Situation, wo das Pferd dann seine Last hauptsächlich auf den Strahl und auf diesen Hammerstiel produziert. Wenn wir sagen, die Hammerstielprobe ist wirklich so, dass das Pferd eher ein bisschen in Komforteinbuße hat. Das drückt, das Pferd möchte das nicht. Man merkt das. Man stellt das Pferd auf den Hammerstiel, nimmt das andere Bein hoch und man merkt schon, das Pferd ist einfach, das tut weh, das drückt. Und dann muss man reagieren und muss natürlich in irgendeiner Form versuchen, wenn wir also sagen, wir brauchen diese Unterstützung, das ist im Einzelfall der Fall, wenn wir sagen, wir haben also ganz schlechte Trachten und wollen also die Trachten entlasten, dass man dann zum Beispiel mit so einer PM-Platte, die also auch nichts anderes macht, als den Strahl zu unterbauen und den Druck auf den Strahl sozusagen zu generieren, aber auf einer schönen, gleichmäßigen Fläche, ein bisschen geschützt. Das ist also dann die echte Alternative zu einem Stahlsteg. Ja, also das wäre jetzt nochmal so eine Idee. Und was wir auch häufig haben, gerade bei den Vollblutpferden, die sind doch sehr sensibel in der Sohle. Wir wollen gerade das, was ich Ihnen vorhin zeigte, dass die Pferde also beim Abdrücken mit der Zange vielleicht so ein bisschen reagieren, auch über die Steinchen ein bisschen Komforteinbuße haben, dann will man diesen Pferden ja irgendwie dann auch eine Unterstützung machen. Und das, was ich oft beobachte, ist, dass wenn wir so ein Blutpferdchen haben, so feine Pferde mit einer ganz dünnen Sohle, dünne Wand, und die kriegen ein ganz normales Stahleisen drauf, die laufen wie auf einer heißen Kochplatte nachher. Warum? Weil das Stahleisen einen sehr hohen Klirrfaktor hat. Also wenn Sie Stahleisen nehmen, auf den Boden fallen lassen, dann hört sich das an, sehr, sehr laut an. Es ist ein sehr, sehr hoher, sehr intensiver Ton. Das heißt, die Dichte des Materials von Eisen ist sehr hoch. Und wenn wir jetzt versuchen, diese Pferde so ein klein bisschen, ich sage mal, komfortabler zu beschlagen, können wir ein anderes Material nehmen. Und das wäre in dem Moment hier Aluminium. Und Aluminium nochmal zu kombinieren mit einer Lederplatte reduziert natürlich diesen Klirrfaktor. Und man wird sich wundern, wie gerade diese speziellen Pferde mit einer sehr feinen Hornkapsel, dünnen Hornkapsel, sehr feingliedrige Pferde sind das meistens, mit einem solchen Alu- und Alu-Leder-Kombination deutlich komfortabler werden. Also auch da wieder Reitqualität durch ganz einfache Maßnahmen. Pferd fühlt sich wohl, Pferd hat keine Angst, auf den Boden zu treten, tritt mit vollem Gewicht auf den Boden und arbeitet konzentriert beim Reiten mit. So sieht das dann etwa aus. Wir haben hier in dem Fall ein sehr, sehr breites Alu-Eisen verwandt. Warum? Weil breites Eisen verteilt natürlich den Druck auch auf eine größere Fläche und der Punktdruck wird geringer. Und dadurch reduzieren wir noch einmal die Stimulatur oder simulieren so ein bisschen den gleichmäßigen Druck eines gleichmäßigen Bodens. Nun gibt es einzelne Situationen, wo wir mal ganz umdenken müssen. Das ist nur einmal so ein Beispiel, gibt es ganz viele davon. Zum Beispiel, wir reden über ein Fesselträgerproblem vorne, was wir ja häufig haben. Fesselträger ist ja eine sehr anspruchsvolle Bandkonstruktion beim Pferd, die diese, ich sag mal, abgewinkelte Zehe im Bereich der Fessel trägt. Deshalb heißt es Fesselträger. Und diese Situation versuchen wir zu stabilisieren. Vor vielen Jahren haben wir dann Pferde immer mit Rundeisen beschlagen. Da ist man im Vorderbein, ich betone Vorderbein, Hinterbein sicherlich noch ein bisschen anders zu sehen, im Vorderbein ganz, ich sage mal, zufrieden mit diesem Fesselträgereisen nach Denoir. Das heißt, Professor Denoir, ein französischer Anatom, hat einfach mal ausgerechnet, was passiert denn eigentlich, wenn wir hinten die Trachte hochnehmen oder wenn wir die Zehe vorne unterstützen, was passiert mit dem Fesselträger? Und wir haben dann also im Prinzip als Konsequenz dieser wissenschaftlichen Untersuchung, die wir natürlich gerne auch noch mehr haben würden, dann irgendwann mal dieses Fesselträgereisen bekommen, mit dem wir dann solche Pferde durchaus beschlagen. So, und dann muss es ja nicht immer Stahl sein. Das ist ja nicht unbedingt, wir sind zwar alle immer sehr traditionell, im Pferdebereich sind wir immer traditionell, Stahl, Alu geht gerade noch, aber die Kunststoffe, da traut man sich dann nicht so ran. Das ist im Grunde genommen heute sicherlich nicht mehr berechtigt. Wir haben durchaus unterschiedliche Kunststoffversionen, mit denen also Pferde sehr, sehr gut und sehr, sehr pferdegerecht beschlagen werden können. Ich gehe mal so einen ganz weichen Übergang vom Stahl zum Kunststoff. Das sind die sogenannten Verbundbeschläge. Das ist zum Beispiel jetzt Duplo-Beschlag, den ich hier habe. Dieser Duplo-Beschlag, sehen Sie, hat einen Stahlkern
Und drumherum ist ein Kunststoff, eine Kunststoffummantelung. Und diese Kunststoffummantelung mit dem Stahlkern hat zwei Vorteile. Hat den Vorteil des Kunststoffes, dass also der Klirrfaktor eben sehr viel angenehmer ist für das Pferd. Und auf der anderen Seite die Verwindungssteifigkeit des Stahls sozusagen erhalten ist. So, dass wir also ein Pferd, gerade was so eine Druckverteilung benötigt, aus welchem Grunde auch immer, mit einem Duplo-Eisen, selbst wenn es ein empfindliches Pferd ist, sehr gut beschlagen. Und diese Duplos haben ja dann, und das ist eine sehr wichtige, ich sage mal, Komponente, diese kleinen Noppen, die sich dann in die Sohle oder in den Tragrand einem so ein bisschen eindrücken. Das heißt, wir haben die Gefahr, dass sich so ein Kunststoffeisen verdreht, schon relativ schnell. Das passiert ja beim Duplo wesentlich weniger, weil eben diese kleinen Noppen eben diese Variabilität des Kunststoffes etwas ausgleichen und die Haftung an den Hufe etwas optimieren. Natürlich werden diese Duplos auch genagelt, Sie dürfen mich nicht falsch verstehen, die werden nicht nur drunter gepikst, sondern diese kleinen Noppen verhindern einfach ein Verdrehen des Eisens gegen den Fuß. Das ist eine sehr gute und hat sich sehr gut bewährt. Und es gibt andere Verbundbeschläge, hier zum Beispiel Ölhoffbeschläge zum Beispiel, die also einen Kunststofflauffläche haben und eine Stahl- oder Aluminium-Grundkonstruktion. Also Sie sehen schon, da ist die Bandbreite der Möglichkeiten extrem groß und für jedes Pferd gibt es natürlich auch aus dem Grunde immer irgendeine, ich sag mal, Möglichkeit, damit umzugehen. Pferde gibt es, die sind also mit Eisen insofern zwar gut beschlagen, weil sie vielleicht auch eine große Abnutzung haben, Pferde in der Kutsche zum Beispiel oder Pferde, die viel auf hartem Boden geritten werden, brauchen Eisen, damit das Horn eben geschützt ist und nicht schneller abgelaufen wird, als es nachwächst. Damit aber dieser Rutschfaktor etwas reduziert wird, gibt es den einen oder anderen Gleitschutz. Das kann man machen mit zum gleichen kleinen Stollen, mit kleinen Widerstiften im Eisen, in den Nägeln oder auch wie hier mit kleinen Kunststoffeinlagen in der Lauffläche, so dass also tatsächlich Rutschen verhindert wird, aber gleichzeitig die Stabilität des Eisens irgendwo genutzt wird. Und wer das Pferde hat, bei denen er sagt, Mensch, immer wenn der Schmied da war und hat mein Pferd genagelt, ist das Pferd wenigstens mal 2-3 Tage entweder klamm oder sogar lahm, da muss man sich überlegen, was gibt's für Alternativen und wir brauchen vielleicht im Einzelfall einen Hufschutz, dann wäre es zum Beispiel möglich, einen Kunststoffschuh in irgendeiner Form zu kleben. Hier wäre es zum Beispiel ein Dalmerschuh. Wir haben solche Dalmerschuhe nehmen wir gerne, wenn wir also akute Rehepferde haben, die wir nicht nageln wollen, weil es einfach wehtut und die Pferde dann da natürlich unheimlich viel Komforteinbuße haben. Wir kleben dann einfach einen Schuh und schrauben unten das Eisen so dran, wie wir es benötigen. Das hat sehr viele Vorteile. Für das Rehepferd zumindest mal. Und das wäre eine der Möglichkeiten, die wir durchaus auch praktisch umsetzen können. Und wenn wir gerade bei den Kunststoffen sind und auch bei den Möglichkeiten sind, was es da gibt, damit ich Ihnen auch eine möglichst breite Bandfläche gebe. Es gibt die sogenannten Flipflops. Die Flipflops sind, wir kennen alle die Flipflops von zu Hause, sowas ähnliches sagt man so, ich sag mal lapidar, auch beim Hufbeschlag. Diese Flipflops sehen so aus, Sie sehen es hier nochmal, vorne so ein Halbmundeisen und hinten dran eine Kunststoffunterstützung. Hat sicherlich deutliche Nachteile, weil wir natürlich im hinteren Bereich keine wirklich gute Unterstützungsfläche haben, wird dann genommen, wenn wir einen Schutz haben wollen und die Pferde vor allen Dingen auf der Wiese sich diesen Schutz immer wieder runtertreten. Diese Flipflops sind also relativ gut, was das angeht. Also Sie sehen, jede Beschlagsintention oder jede Beschlagsversion hat so seinen Vor- und Nachteil natürlich. Und die Kunststoffeisen als solche, das ist zum Beispiel die Easy Walker, das sind also welche, die wir durchaus heute sehr viel einsetzen, gerade bei Pferden, die im Distanzbereich geritten werden oder sagen wir mal im Gelände viel geritten werden, hat das den einen oder anderen Vorteil. Es ist also durchaus von der Rutschintention ein bisschen, ich sage mal, günstiger. Eisen ist natürlich auf hartem, auf steinigem Untergrund sehr glatt. Nun will man nicht unbedingt mit Stollen immer arbeiten. Kunststoffe sind da eine echte Alternative. Und diese Easy Walker hat auch relativ sehr.
einfach Kunststoff, ein Kunststoffkleber, ein Kunststoffmaterial, was man flüssig aufbringt, was dann aushärtet und wie so ein Kleber am Huf bleibt, dann als ein Schutzmembran sozusagen unter den Fuß machen. Das ist relativ einfach und im Einzelfall können wir auch, und das macht man also schon mal ganz gerne, wenn wir sehen, wir haben Pferde, die eine sehr extrem schlechte Trachte haben. Also Sie sehen es auf der linken Seite, ist die Trachte so nach vorne weggelaufen, die Wand ist nicht wirklich gut unterstützend und auf der rechten Seite ist dann einfach aus Kunsthorn sozusagen eine künstliche Trachte gemacht worden. Was ist der Vorteil? Sie können die Trachte unten drunter deutlich kürzen, und zwar bis zu dem Punkt, wo wirklich das Röhrchenhorn gerade nach unten verläuft und nicht gleich wieder sich nach vorne abbiegt. Und können dann durch die Unterstützung des Kunsthornes dazu kommen, dass das Röhrchenhorn sich gerade nach unten entwickelt. Und irgendwann machen Sie das Kunsthorn weg und Sie haben eine stabile Trachte. Hört sich so ein bisschen an wie aus einem Märchen, klappt auch nicht immer, aber es ist ein Versuch wert und in vielen Fällen kann man die Trachten dadurch tatsächlich, wie will man so schön sagen, züchten. Ja, also Thema Huf und Hufbeschlag ist sicherlich ein ganz wichtiges. Es wird immer transparenter, es wird immer besser in der, ich sag mal, wissenschaftlichen Erarbeitung. Es ist immer noch nicht am Ende. Wir haben sicherlich noch viele Fragen, aber es gibt auch, gerade in Leipzig ist zum Beispiel an der Universität eine sehr, sehr engagierte Gruppe unterwegs, die sich mit dem Thema Hufbeschlag und diesen entsprechenden Einflüssen auf den Bewegungsapparat sehr intensiv beschäftigt. Sowas wollen wir natürlich noch mehr haben. Sowas brauchen wir auch, denn die Wissenschaft ist beim Pferdebeschlag immer noch sehr, ich sag mal, begrenzt. Auf der anderen Seite gibt es doch eine ganze Menge, ich sage mal, Kooperation, Tierarzt, Hufschmied und vor allen Dingen sehr viele interessierte Hufschmiede, die selbst Reiter sind häufig dann auch und dann auch so ein bisschen nachvollziehen können, wie muss sich das Pferd bewegen, aber auch, die sich in so ein Pferd sehr gut reinversetzen, einen guten Erfahrungsschatz haben und dann auch dem Besitzer eben nicht nur das Stahleisen 0815 einfach drunter nageln, sondern tatsächlich auch beratend tätig sind und sagen, pass mal auf, bei dem Pferd könnte ich mir vorstellen, mal so und so zu agieren. Also da können Sie gerne sicherlich auf jeden Hufschmied drauf zugehen, denn da gibt es heute wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten, die Hufschmiede natürlich auch nutzen. Ja, wir haben wie immer Zeit für unsere Fragen und ich denke mal, vielleicht wird es doch die eine oder andere Frage zum Thema Hufbeschlag geben. Ich gehe mal hier meine Frage. Freue mich immer, dass wir sogar ausländische Gäste haben und wo sich das alles rumgesprochen hatte. Tolle Sache. Ja, es sind alles mögliche Sachen, aber keine Frage. Ah, welcher Beschlag eignet sich denn am besten für Vollblüter mit Bockhuf? Das ist natürlich gleich so ein richtige kernige Frage, wird von Katja Joachim gestellt. Ich sage mal, das Thema ist, wir sind früher immer, ich sage mal, an dem Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, wir korrigieren jetzt erstmal den Bockhuf und hauen die Trachte weg und dann machen wir da ein Eisen dran und unterstützen die Zehe. Sie müssen immer differenzieren, wenn das ein Vollblüter ist, der also ausgewachsen ist oder beziehungsweise älter ist als zweijährig, wäre ich damit sehr vorsichtig, weil wir machen in dem Moment, wenn wir die Trachte kürzen und die Zehe unterstützen, die gewachsene Struktur, die belasten wir natürlich unphysiologisch. Also bei so einem Pferd ist einfach die Zeit einfach weggelaufen. Das hätte man viel früher eventuell angehen müssen, denn in dem Moment, wenn die Pferde noch modellierbar, noch veränderbar sind, ich sag mal bis zum halben Jahr ganz gut und dann bis zu anderthalb Jahren bedingt, die ist vorbei. Und jetzt muss man versuchen, dass man gerade bei einem, ich sag mal, Bockhuf die Situation des Bockhufes so unterstützt, dass das Pferd nach Möglichkeit sich nicht verschlechtert, nicht immer mehr in diese bockige und in die steile Position kommt. Das heißt also immer so ganz vorsichtig die Trachte kürzen. Wie kann man das messen? Ganz einfach, ich hatte Ihnen vorhin zum Beispiel dieses Brett gezeigt. Das ist beim Bockhuf eine ganz prima Messung. Wenn Sie das Pferd auf den Bock stellen und Sie ziehen sozusagen die Zehe nach oben, dann werden Sie irgendwann den Punkt bekommen, wo die Trachte sich nicht mehr senkt, sondern im Prinzip fast in der Luft schwebt. Und an dem Punkt, soweit, muss man immer gucken, das ist das, was wir modellieren können. Wenn also dieser Bereich irgendwo um die 10, 12, 15 Grad ist, dann kann man so ein klein bisschen die Trachte in diesem Bereich so weit kürzen. Viel mehr würde ich es nicht machen. Ich würde den Fuß nicht egalisieren und angleichen an den anderen. Da würden wir im Prinzip über das Ziel hinausschießen.
Und diesen Fuß dann natürlich auch regelmäßig beschlagen. Häufig ist es beim Bockhuf so, dass eine Beschlagsperiode von 8 bis 10 Wochen absolut viel zu lang ist. Wir müssen da wieder ganz zurück und müssen gucken, wie stark wächst der Huf und dann lieber etwas weniger und etwas öfter beschlagen als zu euphorisch und zu stark. Das ist also ganz wichtig. Wovor ich so ein bisschen warnen muss, ist, es gibt immer nochmal den einen oder anderen Schmied, der tatsächlich bei einem älteren Pferd, sprich dreijährig und älter oder zweijährig und älter, ein Halbmondeisen drauf macht. Ich habe damit schon viele Pferde gesehen, die da tatsächlich Probleme mitbekommen haben, weil dort im Prinzip sozusagen mit Kraft, mit Zwang der Fuß nach vorne gezogen wird und das Wachstum ist abgeschlossen. Wir können das nicht mehr gerade biegen. Ja? Also das gerade Biegen eines Fußes, egal in welcher Richtung, durch den Hufschmied, der sagt, Mensch, jetzt steht er wieder schön gerade, das ist nicht unbedingt immer zielführend. Wir kommen alle so ein bisschen aus der Idealsituation. Wir wollen immer gerade Linien, wir wollen rechteckige Ecken haben und so weiter. Das ist uns einfach so ein bisschen in die Wiege gelegt. In der Natur gibt es das nicht. Ja, wir müssen immer schauen, dass das Pferd mit seiner Stellung möglichst Bewegungskomfort hat. Das heißt also, wo rollt das Pferd ab? Wo will das Pferd hin? Wo nutzt es viel ab? Wo können wir unterstützen? Wo sollten wir die Last eventuell von wegnehmen? Das ist die Kunst des Hufschmiedes und nicht optisches Geradestellen. Also das sollte man sich auf gar keinen Fall auf das Schulterrevers heften. Also, noch einmal, Bockhuf, Vollblüter, egal ob Vollblüter, nicht Vollblüter, Bockhuf, Blatt, Bockhuf, trachte immer nur sehr, sehr dezidiert kürzen, vorsichtig sein, versuchen auch bei solch einem Pferde immer wieder die Trachte trotzdem zu unterstützen, denn meistens laufen die Pferde sehr stark auf der Zehe und wollen sie auf die Trachte bekommen und wenn wir so ein bisschen Trachte kürzen, müssen wir die Unterstützungsfläche auf jeden Fall gut erhalten und wir müssen aufpassen, dass wir die Zehe auch unterstützen. Ich würde jetzt zum Beispiel bei einem Bockhuf nicht das Eisen gerade schmieden oder eventuell starke Zehenrichtung anbringen, sondern bei solchen Pferd eher die Zehe etwas mehr unterstützen. Meistens ist der andere Huf dann ja eher der flache Huf. Da das Eisen etwas zurücknehmen, sodass wir die Mechanik der beiden Füße miteinander etwas angleichen. Lieber über das Positionieren des Eisens als über die Kürzung der zum Beispiel Tracht oder Zehe. Janine Spiegele, kann ein Schlag bei einer Kissingsbeinproblematik unterstützen? Was empfehlen Sie hier dafür? Also wer die Kissing Spines unterstützen wir mit einem Beschlag, das ist nicht wirklich nachvollziehbar. Klar, sie sollen einen korrekten Beschlag haben, sie sollen einen komfortablen Beschlag haben, aber dass man sagt, bei einem, ich sag mal, halbwegs korrekt gestellten Pferd, ich kann das so modellieren, dass ich Kissing Spines damit ausgleiche, das ist nicht der Fall. Ich würde da anders dran gehen, habe ich Ihnen auch, glaube ich, im anderen schon gesagt, also ein Pferd mit Kissing Spines wirklich so gut wie möglich reiten, trainieren, Rückenaufbau, Mittelpositur nach oben, dass die Brückenkonstruktion aufbauen. Das ist das, was dem Pferd hilft und das ist auch im Endeffekt die beste Methode, damit umzugehen. Also gutes Reiten ist das, was Kissings Bein braucht und nicht unbedingt ein Spezialbeschlag. Bearbeitungsintervalle empfehlen Sie beim Barhuf? Das hängt sehr vom Boden ab, das hängt sehr vom Pferd ab. Wenn Sie also ein Pferd haben, was einen sehr harten Fuß hat, denke ich mal an die Araber zum Beispiel, die haben kleine, harte Füße. Das Wachstum ist häufig gar nicht sehr intensiv, weil sie eben einen harten Fuß haben, nutzt sich auch wenig ab. Das heißt also, da kann man natürlich so ein Bearbeitungsintervall durchaus etwas länger ziehen. Haben Sie ein Pferd, was eher so ein großvolumiger Warmblüter ist und Sie haben dort einen Fuß, der sehr schnell in die Breite geht, dann würde ich diesen Huf relativ häufiger bearbeiten, denn ein in die Breite gehendes Hufes ist auch nicht immer nur gut. Früher sagten wir, je größer der Fuß, desto besser. Ist nicht. Wenn wir einen Fuß haben, ich denke jetzt an Holsteiner zum Beispiel, die kommen oben aus dem Moor, kommen jetzt zum Beispiel hier in die Rhein-Main-Gegend, da ist natürlich der Boden ganz anders, dann ist also der Druck und die vor allem die Arbeit, die Zugbelastung an den Wandstrukturen beim großen Pferd oder beim großen Huf durch diese Hebelwirkung extrem, da muss man im Einzelfall auch den Fuß mal etwas mehr konditionieren, eher etwas kleiner halten. Nicht extrem kleiner, aber zumindest so, dass es nicht zu einer extremen Überbeanspruchung dieser Seitenwandwinkel bekommt. Also das würde ich abhängig machen, wie gesagt, vom Pferd. Barhuf ist nicht ganz so wichtig, dass man es wirklich punktuell und sehr häufig macht. Aber ich denke, alle 8 bis 10 Wochen wäre ein realistisches Durchschnittsmaß. Was haben wir? Hufbeinsenkung, welcher Beschlag? Sehr gut. Hufbeinsenkung heißt,
Wir haben ja innerhalb der Hornkapsel, Sie erinnern, das ist ja diese Situation Hornkapsel, Lederhaut, Hufbein. Und diese Lederhaut ist, oder in der Lederhaut ist ja auch eine gewisse Verbindungsstruktur, die dafür verantwortlich ist, das Hufbein zu halten. Das heißt also, so eine Hufbeinsenkung kommt dann, wenn dieser Tragemechanismus, wenn der nachgibt. Das passiert zum Beispiel bei der Hufrehe. Das heißt, das Hufbein sackt etwas runter und wir kriegen einen etwas erhöhten Druck auf der Sohle. Der erhöhte Druck auf der Sohle hat den Nachteil, dass dort auch natürlich die Blutzirkulation alleine durch diesen mechanischen Druck eher unterdrückt wird. Also wir haben ein echtes Problem, was Lastverteilung angeht. So, und wo läuft diese Blutzirkulation? Sie erinnern das Bild, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, außen am Rand. So dass wir im Einzelfall versuchen, die Last vom Rand wegzunehmen und auf das Zentrum des Hufes zu verteilen. Also es gibt da ein sogenanntes Rock-and-Roll-Eisen zum Beispiel, was wir als reines therapeutisches Eisen nehmen. Das ist einfach ein Eisen, was sehr viel, wo die, ich sag mal, Standfläche kleiner ist als der Fuß und sozusagen oberhalb der Standfläche ein großer, ich sage mal, wie so eine Platte ist, so dass der Fuß auf der Platte zwar Platz hat, aber das Auflasten auf einer kleineren Fläche entsteht, so dass wir außenrum Druckreduzierung auf dem Rand des Hufes haben und dadurch die Zirkulation nicht unterbinden. Und ohne Zirkulation haben wir kein Hornwachstum. Und wenn wir kein Hornwachstum haben, haben wir eine immer wieder schlechter werdende Sohlenbildung. Und das heißt also, innerhalb dieses Teufelskreises würde ich mal versuchen, das ist auch wieder einzelfallabhängig, wenn wir so eine Hufbeinsenkung haben, vor allen Dingen eine akute Hufbeinsenkung haben, mit einem zum Beispiel solch einem Rock'n'Roll-Eisen zu arbeiten. Ihr Hufschmied weiß das, der Tierarzt auch, sodass man da vielleicht mal so das Thema Rock'n'Roll-Eisen ins Spiel bringen kann. Ist diese Hufbeinsenkung chronisch? Sieht die Situation wieder anders aus. Da muss man schauen, wie kann eventuell das Pferd diese, ich sage mal, Bewegung, die ja durchaus unterschiedliche Belastungen auf die Hufbeinaufhängung hat, wie können wir die neutralisieren? Und da kann man zum Beispiel mit einem sogenannten Bananenschuh arbeiten. Bananenschuh ist ein Eisen, was in der Lauffläche nicht gerade ist, sondern gebogen, wie so ein Schaukelstuhl. Das heißt, die Pferde laufen ja häufig dann auf der Trachte oder landen auf der Trachte. Das ist der Fußungstyp bei solchen Hufbeinsenkungen sehr häufig, die laufen auf der Trachte und können dann ganz wie einem ganz komfortabel über die Lauffläche sozusagen abrollen, kriegen überall etwa die gleiche Druck- und Unterstützungsfläche. Wäre eine Möglichkeit, muss man so ein bisschen rausgucken, wie das funktioniert, wie der Fuß aussieht, aber das sind so ein paar Ideen, mit denen man so ein bisschen spielen kann vielleicht. Sabrina Christmann fragt, kann ein Beschlag für ein Pferd mit Kniebandproblematik sinnvoll sein oder nicht? Es gibt eine sehr schöne Studie, wo es heißt, im Prinzip, wir können mit dem Beschlag alles, ich sag mal, mehr oder weniger beeinflussen bis zum Sprunggelenk. Das Knie ist im Grunde genommen nicht wirklich beeinflussbar über den Beschlag. Wenn Sie aber ein Pferd haben, was, ich sag mal, eine Verstellung hat, zum Beispiel ein sehr bärentatziges Pferd, dann kann man sicherlich über einen Beschlag, in dem Moment vielleicht mal mit einem Eiereisen und einem Stegeisen, die Situation etwas unterstützen. Aber eine direkte Beeinflussung des Knies über den Beschlag sehe ich nicht. So, da bin ich gefragt nochmal. Wir waren jetzt nochmal bei der Kniebandproblematik. Pferd ist fünfjährig, hakt immer mal wieder ein beim Drehen. Denke daran, dass es möglich wäre, dann etwas mehr zu gleiten. Naja, das ist natürlich eine andere Situation. Dieses Haken hat ja nichts mit Gleiten zu tun, sondern das Haken ist ja eine Arretierung der Kniescheibe, indem es nämlich über den inneren Rollkamm sozusagen festhängt. Und ein fünfjähriges Pferd ist so an dem Punkt, wo man dann sagt, Mensch, wie können wir das natürlich beeinflussen? Da können Sie vielleicht auch noch was beeinflussen, indem Sie versuchen, das Pferd tatsächlich so weit zu trainieren, dass dieser Muskel, der an der Kniescheibe ja hängt und die Kniescheibe bewegt, dass der so stark zieht, dass es eben nicht mehr zu diesem sporadischen Einhaken kommt. Also das würde ich eher versuchen, als dass ich versuchen würde, mit einem Beschlag zu arbeiten. Also hier ist mehr der trainingsphysiologische Aspekt zu berücksichtigen als der statische. So, wie sollte man die Hufe am besten pflegen? Ist tägliches Einölen oder die Verwendung von Keralit sinnvoll? Ja, auch das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Der gesunde Huf hat natürlich auch damit zu tun, dass das Pferd auch sich wohlfühlt.
Ich weiß, dass Öl natürlich immer für einen subjektiven guten Eindruck macht, weil ich bin selbst auch ab und zu mal pflegend bei meinen Kindern tätig. Da heißt es, Mensch, Vater, mach mal das Pferd fertig, gerade auf dem Turnier. Dann bin ich auch einer, der schon mal den Huf einfettet, also allein aus Faulheit, damit ich am nächsten Tag nicht die Füße wieder putzen muss, weil am eingefetteten Huf kleben dann im Prinzip ja nicht so viel Heustroh und Mist dran fest. Aber physiologisch ist es nicht. Was machen wir denn eigentlich? In der Natur gibt es kein Fett. Ganz im Gegenteil. Wir haben in der Natur aber viel Wasser. Und Wasser ist das, was der Fuß braucht. Und Sie müssen sich vorstellen, ein Fuß ist so, ein Huf, ein horniger Schuh, ein Huf ist so aufgebaut, dass ganz viele, tausende kleine Röhrchen von oben nach unten gehen. Und diese Röhrchen, diese Hornröhrchen, bilden die Wand. Und diese Röhrchen, die nehmen Feuchtigkeit auf und die brauchen auch Feuchtigkeit, denn sonst wird ein Fuß spröde. Und das ist ja das größere Problem bei uns heute, als dass die Füße faul werden. Die Füße sind fast alle zu trocken, weil die Ställe sind immer picobello sauber, die Pferde stehen drin im trockenen Stall, die kommen kaum raus auf die Wiese. Richtig wäre es, wenn Sie diese Pferde mal morgens in den Tau auf die Wiese stellen. Die nehmen dann Feuchtigkeit auf. Die nehmen das auf, was sie brauchen, Wasser. Wenn Sie jetzt Fett oder Öl außen drauf schmieren auf das Horn, was machen Sie? Sie verkleben eher die Poren. Außenrum ist es zwar nicht ganz so schlimm wie auf der Sohle, aber Sie haben trotzdem diese Zellatmung, die Sie verhindern. Wenn Sie Fette nehmen, dann können Sie eventuell ein ordentliches Lorbeerfett wirklich mit der Hand im Saumbandbereich einreiben und dort, wo die Zellen sind, die also Horn produzieren und sicherlich die eine oder andere Komponente an Öl aufnehmen könnten oder können, wenn Sie dort tatsächlich mit Öl arbeiten, alles andere, Öl oder Fett auf der Oberfläche des Hufes, ist eher Kosmetik. Wenn Sie Ihrem Pferd was Gutes tun wollen, stellen Sie Ihr Pferd in ein Matschloch. Da haben Sie Feuchtigkeit. Diese Feuchtigkeit wird dann über diese Röhrchen nach oben transportiert. Der Fuß bekommt mehr Feuchtigkeit. Ein feuchter Huf hat eine wesentlich bessere Elastizität. Je elastischer der Huf, desto mehr kann er auch an Bewegungsungleichheiten ausgleichen. Und er reißt nicht. Ja, diese Hufrisse kommen ja häufig dadurch, dass sie zu stark belastete Hufe haben, die dann auch zu trocken sind. Also insofern, Wasser ist besser als Fett, also oder wäre wichtiger als Fett. Fett, wenn überhaupt, am Saumband, und Fett aus kosmetischen Gründen geht schon. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin ein Militant und man darf kein Fett auf den Hufmatten machen. Nur wenn wir was Gutes tun wollen, dann würde ich im Grunde genommen eher Wasser nehmen. Keralit ist etwas, was Sie eventuell nehmen. Es gibt ja so eine Keralit ist zum Beispiel ein Hersteller, der eine, ich sag mal, künstliche Schutzschicht auf das Horn gibt, sodass also im Grunde genommen tatsächlich die Glasurschicht, die das Horn normalerweise auch hat, draußen um den Huf, ist eine feine Schicht, die ist ganz fest und die ist richtig schützend. Und die verhindert, dass der Huf austrocknet. Dafür ist die da. Und die wird natürlich relativ beansprucht durch den Schmied, durch die Bewegung im Sandboden und so weiter, aber auch mal dadurch, dass man relativ intensiv Hufe wäscht und das vielleicht mit zu grober Bürste, dann kommt es dazu, dass diese ganz feine, sehr, sehr effektive Schutzschicht verloren geht. Und da kann man natürlich versuchen, diese Schutzschicht zu verbessern. Keralit ist da eine Möglichkeit. Keralit ist aber nicht Fett, sondern Keralit ist dann tatsächlich eine entsprechende Schutzmembran, nenne ich es mal, die sie um den Fuß drumherum hat. So, jetzt habe ich eine ganz lange Frage, ob ich das natürlich hinkriege hier. Definitiv hat der Hufbeschlag einen großen auf das Laufverhalten. Ich kann damit reden, da ich gerade den Huf wieder anraten, des Tieres gewechselt habe und das Pferd anders beschlagen wurde und wesentlich besser läuft. Leider sind viele Pferde standardbeschlagen, obwohl sie ein geschmiedetes Eisen bräuchten. Nach ausgezeichneter Beratung fällt einem dann auf, wie unüberlegt manche Hufschmiede leider arbeiten. Huf wird zum Teil ans Eisen angepasst, nicht umgekehrt. Die Erfahrung hat mich über 500 Euro Tierarzt und mein Pferd 3 Wochen Schmerzen gekostet. Wir arbeiten das Thema immer noch ab. Hier muss man leider mehrere Beschlagsphasen abwarten, bis endlich Linderung eintritt. Ich muss da so ein klein bisschen sagen, Sie haben absolut wahrscheinlich den Einzelfall jetzt recht. Ich überblicke ganz viele Pferde. Ich überblicke natürlich auch die Situation der Hufschmiede. Ich bin selbst Vorsitzender von der Prüfungskommission der Hufschmiede. Also ich habe da schon einen ganz guten Einblick und ich muss sagen, dass die Hufschmiede, man muss das ein bisschen differenzieren, es sind nicht alle Hufschmiede gleich, natürlich. Es gibt immer welche, die sich mal mehr und mal weniger darum kümmern, aber das Gros der Hufschmiede ist heute unheimlich
gut geschult und hat also auch verstanden, worum es geht und ist eine Freude, mit den Hufschmieden zusammenzuarbeiten. Wenn Sie mal Einzelfälle haben, das kann ich Ihnen überhaupt nicht widerlegen, aber ich würde jetzt hier nicht pauschalisieren und ich sage mal, die Entwicklung im Hufbeschlag, und das möchte ich mal einfach sagen, die Entwicklung im Hufbeschlag ist eher positiv. Also wir haben das über die letzten Jahre sicherlich auch erlebt und wir haben auch immer mehr, die sich dafür interessieren und es gibt immer mehr auch welche, die eben von diesem Standardbeschlag sich so ein bisschen versuchen zu lösen. Es ist für die älteren Schmiede sicherlich unheimlich schwierig, weil früher gab es nur ein Eisen, es gab nur eine Methode, es gab nur das Standardpferd. Das zu individualisieren ist ein ganz schwieriger Prozess. Und ich denke aber, es gibt also nur sehr wenige, die dann sagen, ich mache da nicht mit, sondern es gibt die meisten, die das also wirklich gut unterstützen. Also da muss ich wirklich den Hufschmieden so ein bisschen die Stange halten. Ja. So, ich habe, glaube ich, jetzt doch die meisten Fragen abgearbeitet. Freue mich, dass wieder so viele dabei waren. Das macht mir natürlich auch immer sehr viel Spaß. Und habe noch kein Thema fürs nächste Mal, aber Sie werden mich in 14 Tagen, 19.30 Uhr, auf jeden Fall wieder auf diesem Kanal hier sehen. Freue mich bis dahin, bleiben Sie gesund, Sie natürlich, Ihr Pferd natürlich und ja, wie gesagt, bleiben Sie gesund bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.